Die Bäume sehen halt auch gar nicht mehr so gesund aus hier. Das ist. Ich als eigentlich Druidenspieler betrübt mich das so ein wenig. Ich mag ja Bäume. Auch wenn ich selber kein Baum bin, aber. Den Bäumen kann man so schön die Krallen wetzen. Reviere markieren und so weiter und so fort. Nehme ich dann so ein bisschen. Was würde Idefix wohl hier zu den ganzen Bäumen sagen? Der arme Kleine. Er liebt ja Bäume. Der jammert ja auch immer in den Comics oder Filmen rum, wenn Obelix einen Baum ausreißt. Oder jemand anders einen Baum ausreißt oder fällt. Ich glaube, der würde hier einfach einen Infarkt bekommen und tot umfallen. Rapzap, Zabedusa. Gaut. Blut und Donner. Na, jetzt will er auch noch Berserker ein bisschen. Ne, das machen wir jetzt nicht mehr. Und auch das machen wir nicht mehr. Sehr gut, sind wir hier fertig? Ja, Hälfte haben wir. Dann porten wir uns einmal nach Kromgol. Von da aus geht es dann mit dem Zeppelin weiter. Und dann können wir auch mit Kromgol mal verkaufen. Das tut ja so langsam auch ein bisschen Not. So, ich sehe mich nur mal um, okay. Alles hier weg. Giftessenzen. Bestseite ohne halt Wildwedel wollen wir mal aufheben. Genauso wie Herz der Wildnis. Aber ich glaube, da haben wir zu wenig von. Ich glaube, da braucht man 30 Stück für. Zum Abgeben. Meine ich da an etwas zu erinnern. Was wir hier jetzt auch gleich noch machen, ist unsere Vorräte auffüllen. Was ist das denn hier eigentlich? So, szenarische Leuchtfeuer. Können wir jetzt auch mal zerstören. Eisenfedern, ja, brauchen wir auch nicht. Das kann weg, das kann weg. Das können wir hier unten hin. Alles weg hier. Stoff behalten wir natürlich. Halt, Mana-Trank, den behalten wir auch. Seelensplitter, ja, das ist nur für Pflanzen. Kopfpütze. Auf Putze? Pütze? Ich weiß es nicht. Gibt es dann nichts für Level 55 eigentlich? So, lass uns mal dabei. Und dann geht es jetzt via Zeppelin nach Iris Fall. Wo ist der Zeppelin nach Tieres Fall? Wenn ich das jetzt nur wüsste. Das ist, glaube ich, der nach OG. Ja, OG. Und ja, hier Zeppelinmeister Tieres Fall. Zeit ist Geld. Das wird dann wohl richtig sein. Der Zeppelin müsste gerade in Okromar gestartet sein. Ja, fast. Außer der fliegt jetzt so eine trianguläre Route. Was ja eigentlich auch deutlich mehr Sinn machen würde. Aber das sei mal dahingestellt. Mal Zeppelin schon mal da. Ich hoffe, dass er auch gleich kommt. Was kommt von da, glaube ich, und fliegt dann über das ein Teil hier so ein bisschen über das den Dschungel hinweg. Glaube ich. Oder er kommt von da und dreht einfach nur da. Wir werden es nie erfahren. Wo kommst du her, Luftschiff?
kommst du her? Der Vogel dreht dann auch schon zum 100. Mal denselben Kreis. Ja, bei uns in der Biologie bezeichnen wir sowas als verhaltensgestört. Aber hey, eben das Seine, ne? Und da ist er weg. Er fliegt halt also nur so eine 8, wenn man das mal sich mal beobachtet. Da gab es noch nicht sowas wie random generierte Path, sondern diesen einen Weg und keinen anderen. Und dann fliegt er wieder. Und hier rüber. Oh, da kommt das Luftschiff. Nein, nicht durch das Luftschiff. Und oh, der Vogel ist tot. Der Vogel ist einfach mal in das Luftschiff geflogen. Ah, ein guter Vogel. Nicht. Ah, da ist er wieder, da ist er wieder, da ist er wieder. Und. Rims ins Luftschiff. Aber es ist ein magischer Vogel, denn er kommt da wieder raus. Schon wieder darüber und zack, guckt euch an hier. Zack, und da kommt er aus dem Luftschiff wieder raus und dreht wieder seine Runde. Ach, ist ein richtig krasser Vogel. Er hat es halt einfach drauf, kann man nicht anders sagen. So, jetzt mal gucken, wo der andere Vogel eigentlich so lang fliegt. Er fliegt einmal da um den Turm, auch durch den Boden vom Turm und fliegt da dann die Runde. Okay, also er fliegt auch nur so eine Schleife. Müsste man ja eigentlich mal im aktuellen Grumgol gucken, ob das immer noch so ist. Dass diese beiden Vögel da so Schleifen fliegen. Tschüssi, blaue Wolke. Bis später, es war eine schöne Zeit mit dir. Ich bin der König der Welt! Moment, Lizenzprobleme. Ich finde es auch interessant, eigentlich wie so die Bäume aufgebaut sind. Immer so ein Hexagon und oben so eine Klappe drauf. Mir fällt kein besserer Begriff ein als Klappe. So, blaue Wolke ist laut Angaben immer noch da. Okay, wenn ich aber draufklicke, zählt sie als unbekannt. Ich glaube, ich springe einfach mal in den See. Ups. Zack, wunderbar eingetaucht. Klasse 10. Weil wir müssen eh hier rüber an die ans Bollwerk. Da sind wir dann doch eine Ecke schneller. Wobei, es gibt sich eigentlich nichts. Glaube ich fast. Ich glaube fast, das gibt sich nichts. Oder zumindest nicht viel. Ach, der arme Ballen hier. Sein Bauernhof, guck mal, was sie da draus gemacht haben. Hier ganz viel Geister und Tode und alles Mögliche aus so einem schönen Bauernhof. Da ist der Ballen hier bestimmt ziemlich traurig, was daraus geworden ist. Gut, das Bollwerk liegt vor uns. Haben wir endlich. Bin ich mal wieder zurückgekehrt? So, jetzt gucken wir mal hier. Zack, Quest abgeben. Oh, gab auch nochmal 10.000 XP.
Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so viel gibt. Mal gucken, was die Kameraden hier von uns wollen. Sogenannte Mal des Lichtbringers. Okay. Da weiß ich ja, wo es das gibt. Und der will, dass wir für ihn nach Sholomals gehen. Das wollen wir aber nicht. Oder das können wir auch nicht. Aber ich glaube, wir müssen erst die Flaschenflamme-Quest machen, bevor wir die Quest für die Kessel bekommen. Die Flaschenflamme habe ich ja, glaube ich, noch. Jawohl. Und das Banner habe ich auch. Das heißt, wir müssen gucken, ob wir das jetzt zeitlich hinbekommen, dass wir diese Viecher weggeknallt bekommen. Und dann auch noch das Zelt abgebrannt plus das Banner gestellt. Gucken, ob sich das zeitlich bei uns ausgeht. Dem Hexer, das war ja letztes Mal ein bisschen... Hat nicht geklappt. Sagen wir es mal so. Aber jetzt sind wir halt auch einfach 5 Level höher. Dementsprechend habe ich da ein gutes Gefühl. So, da hinten sehe ich schon das Lager. Soll ich sowieso erstmal gucken, wie es ist. Ob wir unsere Blauwolke... Ah, guck mal, da ist sie wieder. So, das kriegen wir jetzt auf jeden Fall alles wieder. Und ja, die fallen relativ zügig. Muss man jetzt sagen. Das Problem ist hier halt einfach, dass man hier einfach großflächig alles wegmachen muss. Weil sie halt von überall her enden. Wir kümmern uns jetzt auch erstmal nicht ums Looten, sondern ums Töten. Hat sie den einfach so geheilt? Oh. Oh oh. Das wäre noch ein bisschen arg viel. Mich zumindest. Auch mal alle mit. So, dann darf ich mal alle meinen Begleiter verspotten. Wir haben ja hier doch noch Mana-Tränke gehabt. Müssen wir mal einen einwerfen. Mal nutzen das Ganze. Wenn wir hier schon sowas bekommen. Das hat überraschenderweise ziemlich gut geklappt, muss ich sagen. Ich hatte mich eigentlich schon wieder tot gesehen. Boah, unsere blaue... Nein. Ach, verdammt. Ja, was ich nicht, kann ja noch werden, ne? Ja, und so viel dazu. Ich hab's halt auch verschrien, ne? Ah, schlimm. Hätte ich mal die Fresse gehalten. So, das ist das Schlechteste, was passieren kann, weil es jetzt fängt, bis wir da sind, ist der erste nämlich schon wieder respawn. Dann müssen wir den ganzen Kram nochmal machen. Das ist das Problem an der Sache. Aber naja. Selber schuld und so, ne? Gucken wir mal, wie es aussieht. Vielleicht haben wir ja Glück und es steht nur, sie sind noch nicht zum Großteil respawned.
dann lässt sich da ja vielleicht noch was machen. Und ansonsten machen wir sie halt nochmal. Wie gesagt, die fallen ja relativ gut. Viecher, muss man ja sagen. Das geht eigentlich jetzt ziemlich gut von der Hand. Noch ist hier nichts respawned. Ja, hau halt auch einfach mit deinen Blitzen des Todes einfach alles kaputt. Gut, dann können wir unsere blaue Wolke schon mal wieder beschwören. Dann müssen wir eigentlich nur noch den hier oben am Tor wegmachen. Ach, verdammt. Schnell Heal-Put. Und es war knapp. Das war knapp. Immer trotzdem... blöden Viecher. Kannst du das mal abnehmen, bitte? So, das jetzt auch noch umbringen und dann haben wir es eigentlich. So, jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Es hat geklappt, tatsächlich. So, sehr gut. Knappe Sache, aber hat funktioniert. Dann gehen wir das mal jetzt abgeben. Oh, braucht mir immer noch so ein bisschen das Herz, ne, als das geklappt hat. Gut, der Hochexekutor Darrington. Was verlangt ihr vom Tod? Zack, fertig. Raus mit der Sprache. Turm um Turm. Vertraut. Und jawohl, jetzt haben wir hier die Geißelkessel. Vorsicht, Feinde im Übermaß. Und B, die Andorhall. Das ist auf jeden Fall eine Gruppenquest. Nehmen wir jetzt mal an, aber ich glaube nicht, dass wir die machen werden. So, und jawohl, des Teufels Dingens, Teufels Steinfeld. Was machen wir jetzt noch, bevor wir ins ein kurzes Päuschen gehen? Dann sind wir auf 58. Und diese ganzen Felder werden wir auf jeden Fall noch machen, bevor wir in die Scherbenwelt gehen. Beziehungsweise, wie gesagt, generell, bevor wir ins östliche Pestlane gehen, so meine ich das. Weil die sind eigentlich relativ easy und chillig zu machen. Weil hier so ein paar Untote klatschen, das geht relativ chillig, zumal die halt auf Level 50 einfach nur sind. So, du darfst wieder verteidigen. Ja, du darfst mich jetzt wieder beschützen. Aber das machen wir auch mal wieder an.
gar nicht, brauchte ich hier den Schlüssel? Ja, genau, von dem Kesselhüter. Gucken, wo der ist. Gucken, wo der ist, dieser Kessel 1. Da ist er doch, der Kessellord. Sieht halt nur aus wie ein ganz normaler Ghoul. Gut, den Kessel Fritz, den kann man nicht vieren. Ach ja, die waren ja alle vier immun, da war ja was. Gut, der stirbt sowieso. Und der stirbt auch, der Kamerad. Gib mir deinen Schlüssel, bitte, danke. Oh oh. Das ist nicht so gut. Wie gesagt, zumal man hier nicht fielen kann. Das war ein bisschen blöd, dass das Vieh jetzt alles gepult hat. Ah Gott. Blödes Vieh. Ah, da sterbe ich auch wieder. Zack. Wegen diesem blöden Pet. Weil das so viele gepult hat. Ärgerlich. Ich frage mich ja, wie das hält, ne? Hier so ein Bettrahmen, da ein Tisch. Oben drauf liegt halt noch ein Fass und eine Kiste, aber irgendwie hält es halt. Einfach göttlich. Irgendwie hält es schon. Leider ist unsere Teufelsbeherrschung auch noch nicht wieder ready. Das heißt, es dauert auch eine Ecke länger, bis wir. Wir brauchen mehr Mana vor allem. Für Beschwerung unseres Leerwandlers. Na, komm mal her. Aber jetzt darfst du. Lassen wir mal auch erstmal wieder an. Und dann saugen wir uns hier noch ein bisschen voll. Alles klar. So, weiter Quest beenden. Das Tolle ist an diesem Kessel-Quest, es sind im Prinzip immer zwei Quests in einem. Ja? Einmal da abgeben mit dem Schlüssel, was ziemlich chillig ist. Und dann muss man das Ganze halt wieder zurückbringen. Eine gefüllte Flasche. Und dafür gibt es auch nochmal die XP. So. Zack. Am nächsten Mal specken wir dann hier rein. Verbesserter Seelenhieb. 10% weniger Bedrohung. Auf lange Sicht gesehen schon nett. So, sind wir angekommen? Ja. Jetzt zum Bollwerk. Okay, zack. Und gibt direkt die nächste Quest. Also insgesamt gab die jetzt 25.000 XP. Das ist dafür, dass wir den Schlüssel geholt haben. Es hat jetzt 6 Minuten gedauert. Das
insgesamt. Also ist schon echt gut. Leider gibt es hier nur keinen Punkt, wo wir resten können. Das ist ein bisschen blöd. Aber wir gehen jetzt einfach mal hier in das Zelt. Wir machen jetzt hier erstmal ein kurzes kleinen Cut. Machen eben Feierabend mit WoW. Dafür geht es jetzt gleich weiter mit Hearthstone. Noch ein gutes Stündchen. Und ja, ich hoffe, die Twitch-Zuschauer sind weiterhin dabei für meine Let's Play-Show. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.